Ja, und jetzt werden wir weiter einfach Deutsch reden, denn jetzt habe ich keine Lust mehr, denn mehr als eine lange Vorsitz, one language. Page 7, ja, ich erlaube mich zu. Aber dann übersetzt du dir. It's rarely enough, you know. Ist es mehr als eine Sprache, ja. Is it more than one language? Because so then it's more than a language, no, it's more than one language. More than one language. Yeah, more than one language. And Jacques Derrida has not written it 77, he was not so smart at this time already. So no, it was 97. It says here 77. But then I think for my meeting, I typed this footnote off. So at least half and half. Okay. What was your argument, actually? I always ask my students, what is your thesis? What was your thesis after all? You said, also, deconstruction and metaphysics is not the same. Now I reverse our roles. You know, I become the teacher and he is now my student. Also, I reverse, no, not reverse. You said, deconstruction is something which was attempted many times during the history of metaphysics. Sometimes from the enemies, the opponents, sometimes from the friends, kind of a re-deconstructing element. And one of the greatest thinker and critic of metaphysics, Kant, was always also the one who wrote the foundation of principle of metaphysics, Grundlegung der Metaphysik. So, yes. But you don't say that metaphysics and deconstruction is the same. No, they are on opposite sides. Hm. Also sie sind nicht dasselbe, sie sind doch Gegner, Dekonstruktion und Metaphysik. The only thing, your argument or your thesis would be deconstruction is an opponent, a Gegner, Metaphysics needs, die Metaphysik braucht, um ihre eigene Einseitigkeit, ihre Verengung, ihre Versteinerung sozusagen immer wieder aufzubrechen. Ja, gut. Aber es gibt auch Dekonstrukteure innerhalb der Metaphysik. Also ich weiß nicht, ob du Kant zu einem Metaphysiker einen Metaphysiker nennen würdest, aber er ist doch ein Metaphysiker. Insofern also gibt es also diese Kritik der Metaphysik ist der Metaphysik auch innerlich, also nicht nur, das kommt nicht von außen, das kommt auch von innen. Also the point is not that the opponent is not that they are really an opponent from outside, sondern it's actually your ability for self-criticism. Also die Selbstkritik der Metaphysik wäre die Dekonstruktion. Ja, und das ist eben das, was ich mir von der Metaphysik wünsche. Das bedeutet nicht unbedingt, dass es der Fall gewesen ist in der Geschichte der Metaphysik. Deshalb also muss man die Metaphysik wieder beleben und wieder aktivieren in diesem Sinne der Selbstkritik, die sie selbst nicht immer wirklich praktiziert hat. Also. Es gibt zufriedene Metaphysiker. Ich bin keiner, nicht? Also, aber es gibt zufriedene Metaphysiker und es gibt unzufriedene. Es gibt unzufriedene Metaphysiker in der Geschichte der Metaphysik. Zum Beispiel Aristoteles war nicht so zufrieden wie Platon und Kant war überhaupt nicht zufrieden. Also deshalb also gibt es dieses Moment also der Selbstanzweiflung und der Selbstkritik also in der Geschichte der Metaphysik selbst. Okay. It's simple. The opponent, the deconstructivist, is not another guy. It's your self-criticism, your inner problems you have in yourself. But it's also kind of the best part of metaphysics, that you are able to criticize yourself. And he says, as a friend of metaphysics, he is kind of sad about that the history of metaphysics, there have been too many contained metaphysicians, people who were quite happy with what they had and didn't want to criticize themselves. So, for example, Plato was kind of this, he's standing a happy metaphysics guy. Aristotle already had some problems, is that this is own metaphysics, this is his own understanding of metaphysics, and Kant even more. So he wishes that metaphysics would embrace as one of its own possibilities
this criticism of deconstruction. And don't try to make it a one against the other in the sense that one day one of the two had to win. Because that would be, also das nicht, du willst keine Sieger sehen am Ende, soll nicht die Dekonstruktion oder die Metaphysiker gewonnen winnen, sondern es ist derselbe Prozess. Nicht? It's the same process in which deconstruction and metaphysics, also these questions which have no answers, that's metaphysics. You ask all that and you never get an answer to it. But still, yes, okay. Ja, die beiden Prozesse sollen koinzidieren, nicht? Ja. Also, und das ist eben also der. Ich gebe nur wiederum Beispiele da. Viele Leute betrachten Heidegger als einen Metaphysiker, nicht? Also, auch andere betrachten, die Positivisten würden sagen, also Derrida ist auch leider ein Metaphysiker. Das ist auch wahr, wenn man will, nicht? Also, sie gehören zu dieser Tradition, also der Metaphysik und ihrer eigenen Selbstkritik, nicht? Ja. Also, und okay. Das ist eben das Positive dabei. I understand, also you said that there are people outside the Heidegger is a metaphysician or Derrida is a metaphysician. Also von außen gesehen, ja, sicher, für viele Leute. Because they ask these crazy questions, the questions without answer, the question beyond what you can prove. But you see, you know my dissertation, you hate it so much, you know? yeah, because it is a disservice to Heidegger, he wrote in his evaluation. Thesis totally wrong, a disservice to Heidegger. Because I said we have to get it out of metaphysics by going into it, or you know it certainly, we go into it, that is the same self-critical attitude into metaphysics, but with the goal of getting out of there. I don't want to live 1,000 more years in order and ask always the questions or the answer. I need an answer. I know that there will not be a theoretical answer, but a good life, I take this as answer. I don't need a theory as long as I have a beach. So. Nein, aber nein. Es gibt natürlich ein außerhalb der Metaphysik, das auch seine Würde hat, mehr als den Strand, also sagen wir, zum Beispiel also die Kunst, die Religion, die Mystik und so weiter. Und das ist eben also auch der Versuch der Dekonstrukteure der Metaphysik, also andere Horizonten zu öffnen, anstatt innerhalb einer engen und geschlossenen Tradition zu bleiben. Nicht? Das gehört auch dazu. Okay, also gesagt, he understands that there is an outside of metaphysics, and certainly the deconstructivists they point at that. The outside is art, not the outside is religion, mysticism. He didn't say good life. Das gute Leben, how about this? Ist das auch ein Outside? Nein, das gute Leben gehört zu. Das gute Leben gehört zur Metaphysik, also das ist wiederum eine, also der Begriff des Glücks, also das ist ein metaphysischer Begriff, also das muss auch dekonstruiert werden. Also man muss auch den Begriff des Glücks dekonstruieren. Ich meine, schwimmen ohne nachzudenken, wenn man schwimmt und einfach nur count your 1, 2, 3, 4, you know. Aber the head is empty and you're happy, you know. So. Die Leute, die immer über das Glück denken und grübeln, sie sind eben nicht glücklich. Also right, but I'm not talking about people who think about being happy, they just are. Yeah? And to learn how to do that is the real art of living, so to speak, and outside of metaphysics. Because theories will always give you a bad grade, you know? You can never live up to the theory about happiness. Never. Nicht? Man kann niemals die Theorie des Glücks erfüllen. Nee, nur wenn man sie vergisst, forget about it, then you may have a chance.